Krieges bringen. Okay. Ja, habe ich. Nee, das bin nicht ich, das bin ich. Achso. Hallo, hierhin. Achso. Dann hier stinkt's hier. Nicht mehr lange und ich bin weg. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter... Ich bin gerade ein wenig ratlos. Ja, was soll ich denn daran jetzt bitte ändern? Auf den Schock dieser ganzen Katastrophe hätte ich einen ordentlichen Schnaps brauchen können. Aber es ist kaum einer aufzutreiben. Ach ja, ist ja gut. Quatsch. So, wo finde ich jetzt meine Brandschutzexperten? Items? Ach da. Hm, okay. Schon zurück? Und alles erledigt? Jo. Ich habe alarmierende Nachrichten von der Ölplattform. Das Feuer breitet sich weiter aus. Sie werden also die Löschmaßnahmen unterstützen. Wie ist mir egal. Sie haben freie Hand. Gut, schick mal den mal. Was haben wir hier? Löschvorrichtung kalibriert. Zielerfassungssystem online. Bitte Zielkoordinaten eingeben und Löschvorgang starten. Hervorragend. Wie konnten Sie das Feuer eindämmen? Durch eine Technologie der Eden Initiative? Nun, letztlich zählt das Ergebnis. Der Ölfilm auf dem Wasser breitet sich aus. Wir müssen herausfinden, wie groß die Schäden sind, damit wir die richtigen Maßnahmen ergreifen können. Okay, eine Wasserprobe. Fahren wir nochmal dahin. Dafür haben wir ja dieses Tool hier. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. So. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Alles klar. Zwei Wasserproben. Weil du den Auftrag geschafft hast? Boah, ich hab's befürchtet. Die Werte sind katastrophal. Die regenerativen Fähigkeiten der Natur können einer Katastrophe diesen Ausmaßes nicht beikommen. Und unsere Einsatzkräfte auch nicht. Ich brauche Spezialisten vor Ort, die sich mit Ölkatastrophen auskennen. Könntest du sie auf deiner Insel aufnehmen und alles für ihre Ankunft vorbereiten? Klar. Erfüllen Sie Bedürfnisse nach T, mindestens 10%. Okay. Kann ich bei dir noch? Nee, glaube ich eher weniger. Wie kann ich denn... Ach, da. Teeplantagen. Wollen wir die mal dahin? Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit.
Ja, kann ich jetzt leider auch nichts dran ändern, groß. So, wie viele Einheiten T haben wir denn jetzt? 4. Eine Konzerthalle sollen wir bauen. Okay. Wo ist denn hier die Konzerthalle? Stadtzentrum? Kraftwerk? Achso, da. Was fehlt denn da? 144 Eco-Arbeiter brauche ich. Wie viel habe ich derzeit? 80. Okay, dafür muss ich dann noch weitere Mitarbeiterhütten bauen. Okay. Straßen. So, jetzt müsst ihr ja bald dann auf die nötige Anzahl an Eco-Arbeitern kommen. 97, 98, 99. 100. Hm. 115. Noch 4 Stück, 5. Fano, Produktion gestoppt. Achso, Lager voll. Okay. Okay, da haben wir doch die Konzerthalle. Was fehlt mir dazu? Ah, Steine. Dafür muss ich zu den Tycoons. Bauzellen. Machen wir doch einfach hier vorne noch. Nochmal. Das gleiche. Ganz einfach aus dem Grund, um die ganze Sache ein bisschen anzukurbeln. Straßen. Da. So. So. So, jetzt haben wir 5 Steine. Ach ne, wir müssen ja bei die Ecos. Ecos. Jo. Egal. Und dann bauen wir hier. Hey, auf dich kann man zählen. So. Spiel gespeichert. Ein Autosave.
Okay. Die ersten Zuwanderer sind schon eingetroffen. Großartig. Bitte schau doch gleich nach, ob sich schon Freiwillige für den Einsatz gemeldet haben. So, dann packen wir mal unser Schiffchen. Gehen schon mal hierher zurück, weil wir haben wahrscheinlich... Die Schadstoffbelastung des Erdreichs ist zu hoch. Hier kann ich leider auch nicht dran ändern. Tut mir leid. Außerdem ist das auch nicht... Die Spezialisten sind jetzt soweit. Warten darauf, von Ihnen zu Miss Rodriguez gebracht zu werden. Alles klar. Items Öl. Ab da hoch mit dir. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Natürlich. Endlich, die Spezialausrüstung ist eingetroffen. Damit können wir den Ölfilm an der Wasseroberfläche abpumpen. Übernimmst du den Job? Alles klar, ab zur Küste und abpumpen. Reinigungsvorgang initiiert. Schalte Schiffssteuerung auf Automatik. Warnung. Vorgang kann nicht abgebrochen werden. Okay. Naja, es soll ja auch gemacht werden. Was haben die denn? Keine Getränke. Okay. Liegt das jetzt auch mit an der Ölkatastrophe oder warum? Muss ich nicht verstehen, oder? Oder ist einfach zu viele zu hohe Anzahl inzwischen an Einwohnern. Wenn dem so ist, werde ich jetzt einfach noch weiter bauen. Beton. Wo runter? Ah, da. Getränke. Direkt mit einer Straße verbinden. So, das dürfte zumindest schon mal ein wenig aushelfen. Wie unterschiedlich auch die Gebäude sind von den Echos und von denen. Wenn jemand die Anerkennung der Eden Initiative verdient hat, dann du. Wir sollten überprüfen, ob unsere Maßnahmen greifen und sich die Belastung des Wassers reduziert. Bitte nimm noch eine Probe und bring sie zu mir. Ich soll noch eine Probe nehmen, das heißt mit dir wahrscheinlich. Nehmen Sie eine Wasserprobe. Hoch. In der Nähe des Strandes. Okay. Eine Wasserprobe, bitte. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Liefern Sie die? Alles klar. Bringen wir das darüber. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Oh mein Gott. Die Frage ist echt lästig. Wow. Oh, unglaublich. Wir werden die Proben noch genauer analysieren müssen, aber es sieht richtig gut aus. Nur noch wenige Rückstände im Wasser. Na dann haben wir doch gute Arbeit geleistet. Die Firma ist soeben gestiegen. Hey, das war gutes Teamwork. Ohne dich hätte die Sache hier ganz anders ausgesehen. Im Namen der Eden Initiative, danke.
Ausnahmsweise kann ich Miss Rodriguez nur zustimmen. Sie haben der Firma noch größere Verluste erspart. Leute wie Sie kann die Firma immer brauchen. Nach dem Ausfall von Anlage 13 müssen wir umdisponieren. Wir können die Ziele des Zweijahresplans immer noch erreichen. Aber nur, wenn wir sofort mit dem Wiederaufbau beginnen. Achtung! Registriere irreguläre Aktivitäten in diesem Sektor. Herkunft unbekannt. Signal ist kodiert. Oha, was ist denn jetzt los? Sie haben gewonnen. 50 weitere Karrierepunkte auf Seiten der Eco, würde ich mal behaupten gerade. Jawohl, das war Mission 3, Schwarzes Meer. Ja, an sich würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Und dann mit Mission 4. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Bis dann, euer Der Zeige. Ciao, ciao.